Und das gilt natürlich ganz besonders, wenn wir die große Bedrohung betrachten, die jetzt auf Europa zugekommen ist, auf die ganze Welt, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Ich habe das ganz bewusst eine Zeitenwende genannt. Eine Zeitenwende, weil hinter diesem Angriff eine Aufkündigung dessen steht, was für Frieden und Sicherheit in Europa über Jahrzehnte zentral war. Nämlich, dass Grenzen nicht mit Gewalt verschoben werden dürfen. Nämlich die Verständigung, dass man sich vor seinem mächtigen Nachbarn nicht fürchten muss, dass Recht stärker ist als Gewalt. Und das will Putin ändern, und wir werden ihn damit nicht durchkommen lassen. Deshalb sind die Entscheidungen, die wir in letzter Zeit getroffen haben, auch so wichtig. Zum Beispiel, dass es in Europa gelungen ist, die finanzielle Unterstützung der Ukraine in den nächsten Jahren zu gewährleisten mit direkten Zuschüssen und mit Krediten, die wir gewährleisten. Alles zusammen 50 Milliarden Euro bis 2027, jedes Jahr etwa 12 Milliarden Euro. Ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Er war nicht einfach zu erreichen, aber er ist gelungen, und das ist ein gutes Zeichen. Und das gilt natürlich auch für das, was wir unterdessen an Verständigung erreicht haben, um die Ukraine auch aus Europa heraus unterstützen zu können. Zunächst mal ist dabei wichtig, dass wir gesagt haben, wir wollen eine Entscheidung treffen, die so lange schon nötig war. Nämlich, dass wir bei der Unterstützung und bei dem Aufkauf von Waffen, wenn es um europäische Mittel geht, uns nicht darauf konzentrieren, nur solche zu beschaffen, die es auch in Europa gibt. Das haben wir in Deutschland nie so gemacht. Wir haben auch außerhalb geguckt. Aber für die europäischen Mittel war das eine echte Begrenzung. Und es ist eine der Konsequenzen der Verständigung, die wir in Paris gefunden haben, dass diese Begrenzungen jetzt aufgehoben sind. Mit der tschechischen Initiative ist auch gesagt worden, wir wollen nicht nur in Europa, sondern auch außerhalb Europas uns umschauen und dort beschaffen. Und jetzt ganz konkret und neu ist gesagt worden, wir werden bei der European Peace Facility, auf die wir uns neu verständigt haben mit 5 Milliarden Euro, ebenfalls diese Barriere aufheben. Es wird möglich sein, dass das auch außerhalb Europas geht. Und das ist ein wichtiges Zeichen. Es geht um Solidarität und nicht um Wirtschaftspolitik in dieser Frage. Ich will das für mich auch ergänzen. Das sollte auch gelten für die Mittel, die wir aus den Windfall Profits der Frozen Assets beziehen können. Da geht es auch um ein paar Milliarden, vielleicht bis zu 5 in diesem Jahr, vielleicht etwas weniger, die verfügbar sind. Und das gilt für die nächsten Jahre auch. Ich finde richtig, dass wir die Windfall Profits nutzen. Das muss einmal zuerst gesagt werden. Denn die Frozen Assets liegen da nicht nur da. Sie erwirtschaften Erträge, was nicht vorgesehen war. Und die nutzen wir jetzt für den Verteidigungskampf der Ukraine. Aber für mich ist wichtig, dass wir das auch in einer Art und Weise tun, die dazu beiträgt, dass es sich jetzt konkret um das dreht, was jetzt wichtig ist, nämlich zum Beispiel Munition und Waffenlieferung und nicht alle allgemeinen Dinge, die man auch noch wollen kann. Und ich setze mich deshalb in Europa dafür ein, dass die Mittel auch konzentriert werden auf das Dringendste, was die Ukraine jetzt braucht, nämlich die Unterstützung bei der Verteidigung des Landes. Über alle diese Dinge habe ich auch sehr intensiv mit meinem Freund Emmanuel Macron hier in Berlin gesprochen. Wir haben uns im Weimarer Dreieck zusammen mit dem polnischen Ministerpräsidenten getroffen. Das war ein gutes Zeichen mit sehr guten, klaren gemeinsamen Vorstellungen. Und dabei gibt es auch ein paar Prinzipien, auf die wir uns alle miteinander verpflichtet haben und schon lange verpflichtet haben. Wir werden die Ukraine so lange unterstützen, wie das nötig ist. Wir werden gleichzeitig dafür Sorgen tragen, dass die NATO in diesem Konflikt keine Kriegspartei wird, und wir werden keinen Diktatfrieden zulasten der Ukraine akzeptieren. Das sind die gemeinsamen drei Punkte, die wir festgehalten haben. Jetzt und genau in dieser Situation geht es, das merkt man schon an dem, was ich gesagt habe, eben in der Tat auch um mehr Waffen für die Ukraine. Sie sind jetzt und in dieser Situation notwendig. Das gilt, wie schon gesagt, für Munition
und für entsprechende Produktionskapazitäten. Und darum bin ich froh, dass wir hier in Deutschland jetzt die Produktion ausgeweitet haben. Ich bin aber auch froh, dass wir uns darauf verständigt haben, dass wir in enger Kooperation mit der Ukraine auch vor Ort Produktionskapazitäten etablieren wollen. Es muss jetzt insgesamt darum gehen, dass wir das, was an Nachschub geliefert werden kann, auch herstellen können. Und da sind alle Anstrengungen zu notwendig. Dass sich Europa jetzt dazu verpflichtet, ist ein guter, notwendiger Fortschritt. Und ich glaube, wir sollten hart daran arbeiten, das fortzusetzen. Die enge Zusammenarbeit zwischen unseren Ländern, und das gilt ganz besonders natürlich die zwischen Deutschland und Frankreich, ist wichtig. Sie ist wichtig, weil wir was zu diskutieren haben in vielen politischen Feldern, weil es nicht darum geht, sich irgendwie pressewirksam auf die Schulter zu klopfen, sondern weil es darum geht, dass wir tatsächlich Dinge bewegen, dass wir Verständigung erzielen, die dann nicht nur für uns, sondern für unser gemeinsames europäisches Projekt von größter Bedeutung sind. Und deshalb will ich hier auch sagen, wir stehen zusammen, Deutschland und Frankreich, das Weimarer Dreieck, die gesamte Europäische Union. Und das ist auch die Botschaft, die wir mit all diesen Entscheidungen nach Russland aussetzen. Wenn der russische Präsident glaubt, dass er diesen Krieg nur aussetzen muss und wir schwächeln werden in unserer Unterstützung, dann hat er sich verrechnet. Russland ist nicht stark. Es kann nicht darauf spekulieren, dass wir nachlassen mit unserer Unterstützung. Wir werden sie so lange fortsetzen, wie erforderlich. Wir brauchen eine engere Zusammenarbeit in der Verteidigungswirtschaft, eine Kooperation bei der Rüstung unserer Länder. Das ist wichtig. Und wir haben große Fortschritte erreicht, zum Beispiel mit der European Sky Shield Initiative, die wir auf den Weg gebracht haben, an der sich jetzt schon so viele Länder beteiligen und die demnächst umgesetzt werden wird. Zum Beispiel auch mit vielen Projekten, die wir und auch andere auf den Weg gebracht haben, indem wir dazu eingeladen haben, gemeinsam zu beschaffen. Zum Beispiel auch mit den so lange schon wichtigen Projekten, die wir gemeinsam mit Frankreich haben, etwa wenn es um ein gemeinsames Kampfflugzeug geht. Aber wir brauchen auch mehr Zusammenarbeit in der Europäischen Union. Und deshalb ist es gut, dass die Kommission jetzt genau zu dieser Frage Vorschläge gemacht hat, wie das gelingen kann. Ohne dass da eine neue Kompetenz der EU entsteht, muss aber doch vieles von dem bürokratischen Gegeneinander, kann man ja nicht anders sagen, abgeschafft werden, das eine wirkliche Zusammenarbeit verhindert. Denn es muss größere Scales geben, es muss mehr gemeinsam beschafft werden, damit es auch billiger wird und damit wir uns auf die Verteidigungswirtschaft für unsere Sicherheit verlassen können. Denn für Deutschland wie für Europa gilt, wir dürfen die Verteidigungswirtschaft nicht aus dem Blick verlieren. Dass dort jahrelang fast keine Kontakte existiert haben zwischen den politisch Verantwortlichen und der Verteidigungsindustrie, war ein Fehler in früheren Jahren. Dass wir das jetzt geändert haben, ist ein richtiger Schritt. Aber wir müssen ausdrücklich sagen, es muss bei den wichtigen Waffensystemen in Deutschland und Europa gewährleistet sein, dass wir eine ständige Produktion haben und eine skalierbare, damit wir uns dafür für unsere eigene Verteidigungsfähigkeit darauf verlassen können. Und das wollen wir in Europa jetzt gemeinsam voranbringen. Gut so. Was wir brauchen angesichts der Krise, die mit dem russischen Angriffskrieg verbunden war, ist das allen deutlich geworden, ist natürlich, dass wir uns sicherer machen müssen. Wir haben es in Deutschland in kürzester Zeit geschafft, unabhängig zu werden von russischen Gas, Kohle und Öllieferungen. Das ist eine große Leistung, die wir gemeinsam zustande gebracht haben. Und ich sage das auch mit Blick auf den Wirtschaftsminister. Ich will auch noch sagen, dass natürlich in Zeiten, die unsicher sind und in denen große Herausforderungen vor uns liegen und der Krieg Russlands gegen die Ukraine ist die größte, es gleichzeitig immer richtig ist, dass man sich für Sicherheit einsetzt. Sicherheit auch für die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes. Zum Schluss. Wir brauchen ein handlungsfähiges Europa. Ein Europa, das in der Welt von bald 10 Milliarden Menschen um 2050 handlungsfähig und stärker ist. Deshalb brauchen wir bessere Entscheidungsmechanismen, mehr Entscheidungen mit Mehrheit. Auch darüber wird zu diskutieren sein. Deshalb brauchen wir technologischen Fortschritt, den wir gemeinsam voranbringen. Deshalb brauchen wir die Zusammenarbeit
bei der Verteidigungswirtschaft und eine bessere Kooperation, um Frieden und Sicherheit in Europa zu gewährleisten. Ein handlungsfähiges Europa ist im Übrigen die beste Antwort auf alle Populisten, die mit nationalistischen Beschränkungen in die Vergangenheit gehen und nicht verstehen, dass nur Europa uns in der künftigen Welt die Stärke, die Kraft geben wird, die wir brauchen, um Wohlstand und Demokratie zu verteidigen. Schönen Dank. Die Wahlen in den USA werfen ihre Schatten voraus, denn wir alle ahnen ja, dass Amerika, ganz unabhängig davon, wer im nächsten Jahr im Weißen Haus sitzen wird, darauf drängen wird, dass wir mehr für unsere eigene Verteidigung und für die Verteidigung des Bündnisses tun müssen. Und in der Tat, Sie haben das richtig beschrieben, die europäischen NATO-Staaten sind herausgefordert, nicht nur in einer besseren Zusammenarbeit, sondern in auch einem wesentlich höheren finanziellen Beitrag. Lassen Sie mich das einmal in Zahlen zum Ausdruck bringen. Die europäischen NATO-Staaten tragen gegenwärtig nur knapp ein Drittel der Gesamtverteidigungsausgaben der NATO. Zwei Drittel zahlen die USA. Nimmt man von den europäischen NATO-Staaten nur diejenigen, die zugleich auch Mitglieder der Europäischen Union sind, dann liegt unser Anteil an den Verteidigungsausgaben der NATO gerade mal bei einem knappen Viertel, genau bei 23%. Herr Bundeskanzler, Zusammenarbeit, bessere Stückzahlen, höhere Stückzahlen alleine werden das Problem nicht lösen. Wir brauchen auch in Deutschland höhere Verteidigungsausgaben. Auch der Verteidigungsetat in Deutschland muss aufwachsen. Und was machen Sie denn, wenn morgen oder übermorgen Ihre Kolleginnen und Kollegen im Europäischen Rat Sie fragen, welche Planung die Bundesrepublik Deutschland, Ihre Regierung, denn für den Haushalt 2025 und für die mittelfristige Finanzplanung der darauf folgenden Haushalte hat, was die Verteidigungsausgaben in Deutschland betrifft? Sie werden darauf mehr als das, was Sie hier heute von diesem Pult aus gesagt haben, eine konkrete Antwort geben müssen. Und Sie können nicht weiter so im Ungefähren einer besseren politischen Zusammenarbeit in Europa bleiben. Die Debatte allerdings, die über den Ukraine-Krieg in Deutschland geführt wird, meine Damen und Herren, die wird nicht nur in Deutschland beachtet. Die findet in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union hohe Beachtung. Außerhalb der Europäischen Union hohe Beachtung und vor allem wird sie in Moskau sehr genau verfolgt. Und Herr Kollege Mützenich, Sie haben uns von dieser Stelle aus in der letzten Woche hier eine Frage gestellt. Ist es, so haben Sie gefragt, nicht an der Zeit, dass wir nicht nur darüber reden, wie man einen Krieg führt, sondern auch darüber nachdenken, wie man einen Krieg einfrieren und später auch beenden kann. Das Protokoll des Deutschen Bundestages verzeichnet Beifall bei der SPD, der Linken und dem BSW sowie bei Abgeordneten der AfD und des Abgeordneten Robert Fahle. Da haben Sie sicher in eine feine Gesellschaft begeben mit dem, was Sie hier am letzten Donnerstag gesagt haben. Und zugleich, Sie werden es natürlich von hier aus bemerkt haben, eisiges Schweigen bei den Grünen, eisiges Schweigen bei der FDP, entsetztes Kopfschütteln bei der Bundesaußenministerin auf der Regierungsbank. Und wenige Minuten vorher hatte uns die Kollegin Brugger aus der Grünen Fraktion gesagt, zur vollen Wahrheit gehört, auch Zögern und Zaudern kann am Ende zur Eskalation beitragen. Denn wenn wir, so sagt sie es weiter, denn wenn wir dem skrupellosen Kriegsverbrecher Putin signalisieren, dass wir Angst haben, dass wir streiten, dass wir uns seiner Erpressung beugen und dann zu wenig tun, dann kann auch Wladimir Putin zur Auffassung kommen, immer einen noch brutaleren Schritt weiterzugehen.
Schweigen und eisiges Schweigen bei den Sozialdemokraten bei dem, was Sie da in der letzten Woche von der Kollegin Brugger gehört haben. Und Herr Bundeskanzler, was fällt Ihnen ein zu dieser Auseinandersetzung in Ihrer Koalition? Sie haben ebenfalls schweigend auf der Regierungsbank gesessen und geben gestern bei einer Konferenz hier in Berlin zum Besten, wörtliches Zitat, die Debatte in Deutschland ist an Lächerlichkeit nicht zu überbieten. Herr Bundeskanzler, was meinen Sie mit lächerlich? Was meinen Sie mit lächerlich? Ist das Ihr Fraktionsvorsitzender? Sind das die Grünen? Ist das die FDP? Oder ist das der Zustand Ihrer Koalition, Herr Bundeskanzler? Ich will es aus meiner Sicht hier noch einmal sagen. Friedfertigkeit kann das Gegenteil von Frieden bewirken. Einem solchen skrupellosen Kriegsverbrecher kann man nicht mit Feigheit begegnen, sondern nur mit Klarheit und Entschlossenheit. Ich erspare, liebe Kollegin von der SPD, ich erspare Ihnen Zitate aus dem Artikel, den der Chef des Feuilletons der FAZ gestern geschrieben hat. Lesen Sie den Artikel, dann wissen Sie genau, was ich hier heute von dieser Stelle aus meine. Meine Damen und Herren, die Debatte, Herr Bundeskanzler, die in Ihrer Koalition und vor allem in Ihrer eigenen Partei spätestens seit der letzten Woche geführt wird, die ist nicht lächerlich. Diese Debatte ist gefährlich. Sie ist gefährlich für den Frieden in Europa und sie ist gefährlich für die Ukraine. Denn die muss den Eindruck gewinnen, als ob man gerade im deutschen Parlament Zweifel daran aufkommen lässt und zulässt, dass unsere Hilfe befristet ist und wir schon längst ein anderes Ziel im Auge haben. Meine Damen und Herren, der Bundeskanzler fährt morgen nach Brüssel als ein Kanzler einer Koalition in Berlin, die mittlerweile von mehreren Seiten ganz offen ihre Autorität, Herr Bundeskanzler, herausfordert und beschädigt. Wer aber als Bundeskanzler im eigenen Land nicht in der Lage ist, eine Regierung zusammenzuhalten und zu führen, der kann auch die Führungsverantwortung nicht wahrnehmen, die in der Europäischen Union eigentlich von einem Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland zu Recht erwartet wird. Und das ist Ihr Problem, das Sie im Gepäck haben, wenn Sie morgen und übermorgen, Herr Bundeskanzler, in Brüssel sind. Nach dem, was ich gerade gehört habe, möchte ich einmal sagen, es gehört zu den Stärken der Demokratie, dass wir gerade die schwierigen Fragen hier als Abgeordnete im Deutschen Bundestag miteinander diskutieren. Dafür sind wir hier. Dazu verpflichtet uns unser Mandat. Und nichts ist wichtiger als die Frage, wie wir Frieden, Freiheit und Sicherheit in Europa miteinander gewährleisten können. Und deswegen ist es so wichtig und ist es zu Recht richtig, dass dieses Parlament so hart miteinander in dieser Frage ringt und dass jeder einzelne Abgeordnete sich diese Frage ganz persönlich stellt. Und wenn wir auf die Sicherheitslage in Europa schauen, wenn wir auf das schauen, was Putin gerade macht, dann gibt es eine gute Botschaft. Die gute Botschaft ist, dass Putin sich verschätzt hat und dass er uns falsch eingeschätzt hat. Zuallererst und am wichtigsten hat er die Ukraine unterschätzt. Er hat unterschätzt, mit welchem beeindruckenden Mut, mit welcher Tapferkeit und mit welcher Stärke die Menschen in der Ukraine ihre Freiheit und ihr Land verteidigen würden. Und ich kann mich wirklich nur verbeugen vor dieser großartigen Leistung. Putin hat allerdings auch die Europäische Union unterschätzt. Er hat massiv unterschätzt, dass diese unterschiedlichen Mitgliedstaaten, diese 27 Mitgliedstaaten in so einer herausragenden Krise so gemeinsam, so geschlossen und so entschlossen handeln würden.
Er hat auch falsch eingeschätzt, dass ausgerechnet die NATO aus dieser Krise gestärkt hervorgehen würde. Dass ausgerechnet die NATO am Ende mit zwei weiteren Mitgliedstaaten, mit Finnland und Schweden in dieser Zeit dastehen würde. Im Grunde hat Putin falsch eingeschätzt, dass wir in der Lage waren, gemeinsam aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen. Aus den Fehlern, die wir gemacht haben, mit Blick auf die Annexion der Krim. Aus den Fehlern, dass die EU im Grunde zugeschaut hat, als Russland schon damals einen Teil eines souveränen und unabhängigen Landes besetzt hat. Wir haben daraus gelernt. Wir haben daraus gelernt, dass Putin diese Zurückhaltung als Einladung betrachtet. Als Einladung, weiterzumachen, voranzuschreiten, den nächsten Schritt zu gehen und im nächsten Schritt die ganze Ukraine anzugreifen. Und deshalb, wer Frieden in Europa schützen will, wer Frieden für die Ukraine wiederherstellen will und wer Frieden für unser Land sichern will, der muss sich Wladimir Putin, der muss sich Russlands Aggression entgegenstellen. Gemeinsam, entschlossen und geschlossen, das ist die Lehre aus der Vergangenheit und das ist die richtige Politik in dieser Zeit. Und deshalb wäre nichts falscher, als diesen Weg jetzt zu verlassen. Jetzt zu zögern, zu zaudern oder gerade einen anderen Kurs einschlagen zu wollen. Das wäre das Gegenteil von dem, was wir jetzt tun müssen. Das würde am Ende nur weniger Frieden bringen. Das würde im schlimmsten Falle sogar zu einer weiteren Eskalation des Konfliktes führen. Deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind bislang gemeinsam einen richtigen Weg gegangen. Aber wir sind ihn nicht weit genug gegangen. Die Ukraine braucht dringend mehr Unterstützung. Die Menschen in der Ukraine zahlen in diesem Krieg jeden Tag einen hohen Preis. Jeden Tag an der Front mit ihrem Leben. Und die Lage in der Ukraine wird schlimmer und schwieriger. Und deswegen führen wir diese Debatte im Deutschen Bundestag. Deswegen ringen wir miteinander darum, wie wir die Ukraine noch besser unterstützen werden. Und deswegen kann ich als Fraktionsvorsitzende der Grünen Bundestagsfraktion sagen, dass wir als Grüne damit weitermachen werden. Da ist nichts lächerlich dran, wie manche meinen. Das ist keine Debatte, die man an irgendeiner Stelle beenden kann. Das ist am Ende das Mandat, das mich und uns hier verpflichtet, das Richtige zu tun in außenpolitischen Fragen, das Richtige am Ende auch zu tun für den Schutz unseres eigenen Landes. Und es gibt noch etwas, was Wladimir Putin unterschätzt hat. Und das ist die Fähigkeit, von demokratischen Gesellschaften mit Krisen umzugehen. Und da haben mich die Menschen in Deutschland beeindruckt. Dieses Land hat in einem unfassbaren Kraftakt es geschafft, sich unabhängig zu machen von russischer Energie. Wir alle gemeinsam waren solidarisch im Winter 22, als wir Energie gespart haben. Wir alle gemeinsam, die Unternehmen in diesem Land, waren solidarisch, als sie Produktionsprozesse umgestellt haben, als wir in kürzester Zeit neue Energieinfrastrukturen geschaffen haben, neue Terminals aufgebaut und Gas überall auf der Welt eingekauft haben. Und damit, liebe Kolleginnen und Kollegen, haben wir, Herr Merz, auch aufgeräumt mit den Fehlern Ihrer Vergangenheit, mit den Fehlern von 16 Jahren Russlandpolitik einer christdemokratischen Bundeskanzlerin. Denn Deutschland war in der Russlandpolitik der Risikofaktor in Europa. Dieses Land wurde viel zu lange von großen Koalitionen regiert, die blind und taub waren angesichts der Warnung unserer europäischen Partner, angesichts der Warnung der USA. Dieses Land wurde regiert von Koalitionen, die lieber Geschäfte gemacht haben mit billigem russischem Öl und Gas, als zu sehen, in welche gefährliche Situation sie damit unser Land und unsere Wirtschaft gebracht haben. Dieses Land wurde regiert von Koalitionen, die zugeschaut haben, noch wenige Jahre vor dem russischen Angriffskrieg, wie relevante Teile unserer Energiekonzerne an russische Staatskonzerne verkauft wurden. Und dieses Land wurde regiert von Koalitionen, die bis zum Schluss festgehalten haben am Bau der Pipeline Nord Stream 2 und sich damit weiter begeben hätten in die tödliche Umarmung der russischen Energiepolitik. Damit haben wir Schluss gemacht. Und das ist die große Leistung, die dieses Land und die diese Gesellschaft gemeinsam geschafft haben. Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, sehr geehrte Damen und Herren, die Vorzeichen, unter denen Sie zu diesem Europäischen Rat aufbrechen, sind düster. Der Ukraine-Krieg ist bereits im dritten Jahr. Ernsthafte Bemühungen, das verhängnisvolle Blutvergießen mitten in Europa zu beenden, sind nicht in Sicht. Kriegstreiberei und Kriegsrhetorik
bestimmen die Tonlage in Brüssel sowie in Berlin. Der Präsident des Europäischen Rates, Michel, fordert, Europa müsse sich auf den Krieg vorbereiten und zur Kriegswirtschaft übergehen. Der französische Staatspräsident Macron redet den Einsatz von NATO-Truppen auf dem ukrainischen Kriegsschauplatz herbei und prahlt, dass Frankreich dazu in der Lage wäre. Aus den Reihen der Union träumt man in bemerkenswerter Geschichtsvergessenheit, Herr Merz, weil Sie die ganze Zeit dazwischen brüllen, davon, den Krieg nach Russland zu tragen. Dafür steht die Union. Im Gleichschritt mit der FDP-Rüstungslobbyistin Strack-Zimmermann formiert sich eine schwarz-grüne Koalition der Kriegstreiber, die sich in martialischer Rhetorik gefällt. Und anderen, auch Ihnen, Herr Bundeskanzler, schade, dass Sie nicht da sind, Defätismus vorwirft. Der kriegerische Überbietungswettbewerb klingt umso absurder vor dem Hintergrund des desolaten Zustandes der eigenen Streitkräfte. Die Bundeswehr verfügt nach wie vor über keine einzige einsatzfähige Heeresbrigade. Dennoch kreist die Debatte unentwegt um neue milliardenschwere Waffenlieferungen und Finanzhilfen an Kiew, während der Wiederaufbau der eigenen Armee und die Wiedergewinnung der Fähigkeit für die eigene Landesverteidigung offenbar keine Prioritäten hier genießt. Es war richtig, Herr Bundeskanzler, dass Sie der Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine widersprochen haben. Es wäre nicht im deutschen Sicherheitsinteresse, unsere Streitkräfte von einem weiteren wichtigen Waffensystem zu entblößen. Dabei verfügt die Bundeswehr selbst nicht einmal über eine ausreichende Zahl dieser Marschflugkörper, um ihre Verpflichtungen gegenüber der NATO nachzukommen. Die Abgabe dieses Systems, das als Offensivwaffe weit nach Russland hineinwirken und selbst den Kreml erreichen kann, wäre eine ganz klare Kriegsbeteiligung. Sie würde zwangsläufig den Einsatz deutscher Soldaten zur Bedienung nach sich ziehen und damit das Eskalationspotenzial dramatisch erhöhen. Und auch Sie, Herr Scholz, sind immer wieder umgefallen und haben sich zur Eskalation drängen lassen. Erst sollten deutsche Panzerhaubitzen die Kriegswende bringen, dann deutsche Schützenpanzer und schließlich deutsche Kampfpanzer. Nichts davon hat die hochgeschraubten Erwartungen erfüllt. Jetzt preisen die Eskalierer den Taurus als Gamechanger oder Wunderwaffe an. Auch mit dem Taurus hätte die Ukraine nicht den leisesten Hauch einer Chance, ihre Kriegsziele zu erreichen. Und das gehört zur Wahrheit dazu. Selbst wenn Sie diesmal standhaft blieben, das Nein zum Taurus reicht nicht. Faktisch agiert Deutschland wie eine Kriegspartei. Deutschland beteiligt sich durch die Sanktionen am Wirtschaftskrieg gegen Russland. Deutschland liefert Waffen an die Ukraine. Deutschland leistet im erheblichen Umfang Finanzhilfen. Und Europa enteignet Kapitalerträge auf russische Reserveeinlagen. Aus meiner Sicht ist das verboten. Statt mit Kriegstreiberei und Waffenlieferung die Eskalation voranzutreiben, muss die deutsche Politik sich wieder auf ihre Stärken besinnen. Das heißt, sie muss alles daran setzen, im Ukraine-Krieg als Vermittler aufzutreten und Verhandlungen in Gang zu bringen. Dazu verpflichtet uns im Übrigen auch das Friedensgebot im deutschen Grundgesetz. Fraglos ist Russlands Krieg in der Ukraine ein völkerrechtswidriger Angriff. Ebenso fraglos hat die Ukraine das Recht auf Selbstverteidigung. Die Entscheidung, sie dabei zu unterstützen, entbindet uns aber nicht von der Verpflichtung zu rationaler Politik im wohlverstandenen Interesse unseres eigenen Landes und unseres eigenen Volkes. Deutsche Interessen werden in Berlin vertreten und definiert, nicht etwa in Kiew oder in Washington. Sogar in den USA stehen die Zeichen längst auf Ausstieg.
Zu glauben, die Europäer könnten den Stellvertreterkrieg der USA gegen Russland allein weiterführen, wäre Torheit und Hybris in einem. Der Ukraine-Krieg ist längst festgefahren. Er verschlingt Monat für Monat Milliarden an Geld und Material und zahllose Soldatenleben. Die Sieges- und Durchhalteparolen aus Kiew sind unrealistisch. Dieser Krieg muss nicht eingefroren, er muss beendet werden. Eine Ukraine als entvölkerter und verwüsteter Kriegsschauplatz auf Jahre hinaus, hoffnungslos von ausländischen Zahlungen abhängig und unter der steten Gefahr der Eskalation zu einem dritten Weltkrieg, ist weder im deutschen noch im europäischen Interesse. Und sie kann letztlich auch nicht im Interesse der ukrainischen Nation sein. Deutschlands Interesse ist der Friede in Europa, die Normalisierung der Wirtschaftsbeziehungen zu allen Ländern, auch zu Russland, und die Beendigung des Sanktionskrieges, der allein uns am meisten schadet. Der Weg dazu führt über Verhandlungen. Sie können diesen Auftrag nicht abtun, indem Sie einen Kriegsgegner glorifizieren und den anderen dämonisieren. Realistische Außenpolitik hat die Aufgabe, im Propagandadonner, den wir hier alltäglich hören, der Kriegsparteien, die Anknüpfungspunkte für einen tragfähigen Interessenausgleich zu finden. Gerade wenn die Waffen sprechen, darf die Diplomatie nicht schweigen. Ihre Zeit ist vorbei, Frau Weidel. Handeln Sie zum Besten des eigenen Volkes und der Völker Europas. Suchen Sie den Weg zum Frieden, um einen großen europäischen Krieg zu verhindern. Frau Weidel, Sie haben Mitglieder dieses Hauses als Kriegstreiber bezeichnet. Ich fordere Sie auf, sich zu mäßigen bei allem, was Sie hier sprechen, und rüge diesen Ausdruck. In Russland wurden vor wenigen Tagen etwas abgehalten, das vieles war, aber sicherlich keine freie Wahl. Wir wissen, Russland ist inzwischen eine Diktatur geworden. Politischer Wettbewerb wird in Wahrheit nicht einmal mehr simuliert. Und bei der Rede meiner Vorrednerin ist mir etwas aufgefallen, was so absurd und unlogisch ist, dass es hier, glaube ich, einmal ausgesprochen gehört. Frau Weidel sprach von mangelnder Fähigkeit Deutschlands zur Landesverteidigung. Und kein Zweifel, die Stärkung der Bundeswehr ist ein Herzensanliegen dieser Koalition und der Bundesregierung. Aber Landesverteidigung ist deshalb notwendig, weil es eine Bedrohung gibt. Von wem geht genau diese Bedrohung aus? Sie geht von dem Herrn aus, wo man aus Ihren Reihen folgende Sätze hört. Herzlichen Glückwunsch zur Wiederwahl, lieber Wladimir Putin. Es wird gesprochen von sogenannten Wahlbeobachtern der AfD. Dort seien freie Wahlen abgehalten worden. Der Regierungsstil von Wladimir Putin wird von Politikern der AfD für Deutschland empfohlen. Meine Damen und Herren, welche Partei sitzt hier eigentlich, die unsere unmittelbare Bedrohung als Regierungsstil für Deutschland empfiehlt? Das ist nicht nur unglaubwürdig, das ist unpatriotisch, was Sie machen. Unpatriotisch. Sie gefährden sozusagen unsere Sicherheit durch solche Reden. Absurd. Es muss hier ausgesprochen werden, dass Sie handeln nicht im Interesse des deutschen Volkes. Sie schaden Deutschland mit Ihrem Handeln in der deutschen Politik, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wladimir Putin schüchtert ein, er spaltet, er zersetzt, aber die Vorredner, Herr Bundeskanzler, Herr Merz, Kollegin Dröge, haben das hier gesagt. Sein Ziel erreicht er nicht. In der NATO hat er bisher das Gegenteil erreicht. Ich freue mich ausdrücklich über den Beitritt Schwedens zur NATO, Finnlands im letzten Jahr. Und auch die Europäische Union steht fester zusammen. Denn wir werden über Beitrittsverhandlungen sprechen beim Europäischen Rat. Der Bundeskanzler hat es erwähnt, für die Ukraine und für Moldau. Und lassen Sie es mich sehr klar sagen, unsere Freunde in der Ukraine haben unsere volle Unterstützung.
bei der Verteidigung jedes einzelnen Quadratmeters ihres Territoriums. Und deshalb will ich in aller Deutlichkeit sagen, ich bin dankbar für die Worte des Bundeskanzlers, die sehr klare Haltung und Klarstellung an dieser Stelle und ausdrücklich auch dankbar dem Bundesverteidigungsminister für seine Worte in Warschau, meine Damen und Herren. Das ist die Haltung dieser Bundesregierung. Ich will es noch einmal unterstreichen, weil teilweise Zweifel aufgekommen waren. Es geht aber in diesem Systemwettbewerb auch um unsere Freiheit, unsere Werte und um Frieden in Europa. Unsere wirtschaftliche Stärke, und das muss man wissen, unsere wirtschaftliche Stärke ist dabei unmittelbar mit unserer geopolitischen Stärke verbunden. Erinnern wir uns an den Fall des Eisernen Vorhangs. Es war ja insbesondere die ökonomische Überlegenheit des Westens gegenüber den systemrivalen Sowjetunion, die uns damals stark gemacht hat und die für Frieden und Freiheit, insbesondere die Wiedervereinigung unseres Vaterlandes, gesorgt hat, meine Damen und Herren. Also die Überlegenheit insbesondere auch der westlichen Marktwirtschaften. Wir reden heute über den Europäischen Rat, den EU-Gipfel, der morgen und übermorgen in Brüssel stattfinden wird. Und wir reden auf diesem Gipfel über nicht weniger als die Sicherheit Europas. Der Bundeskanzler hat klar und deutlich die Ziele der deutschen Bundesregierung, die Ziele Deutschlands dargelegt. Und ich finde, dass in Zeiten wie diesen, in Zeiten von Kriegen und Krisen, lieber Kollege Merz, es nicht unverschämt ist zu erwarten, wenn der Vorsitzende der größten Oppositionsfraktion Vorschläge macht, inhaltliche Vorschläge macht, substanzielle Vorschläge macht, sagt, was er sich eigentlich vorstellt und erwartet von diesem Europäischen Rat. Da würde ich sagen, weitestgehend Fehlanzeige. Stattdessen habe ich von ihm gehört, eine unangemessene Rede, eine unverantwortliche Rede und eine Rede, die gespickt war mit Ehrabschneidungen. Und Sie können erzählen, was Sie wollen, lieber Herr Merz. Die Integrität des Fraktionsvorsitzenden der SPD, Rolf Mützenich, ist unantastbar, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und dann wollen wir noch mal über das reden, was hier gerade passiert im Bereich der Sicherheit. Während in den Vereinigten Staaten von Amerika die Republikaner dafür sorgen, dass es keine Hilfspakete für die Ukraine gibt, organisieren wir in Europa ein 50-Milliarden-Hilfspaket unter der Führung dieses Bundeskanzlers Olaf Scholz, liebe Kolleginnen und Kollegen. Während die CDU, CSU am liebsten immer nur über ein bestimmtes Waffensystem redet, organisiert diese Bundesregierung mit Olaf Scholz, mit Christian Lindner, mit Robert Habeck was ganz anderes, nämlich Deutschland ist der zweitgrößte Unterstützer dieser Ukraine. Deutschland ist der zweitgrößte Unterstützer militärisch, humanitär, bei den Flüchtlingen und auch diplomatisch. Das sind ganz klare Fakten, an denen kommen auch Sie nicht vorbei. Und wenn wir mal darüber reden, was hier auch eine Rolle spielt, nämlich Diplomatie. Warum reden Sie eigentlich nie über das, was in den letzten Monaten schon passiert ist? Auf Initiative im Übrigen von Präsident Selenskyj, stark unterstützt von Präsident Selenskyj, auf Friedenskonferenzen in Kopenhagen, in Jeddah, auf Malta und zuletzt in der Schweiz. Und es wird, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr wahrscheinlich wieder eine geben, und zwar wahrscheinlich noch vor der Wiederaufbaukonferenz in Berlin, nämlich wahrscheinlich in der Schweiz, auf Initiative von Präsident Selenskyj, unterstützt von der deutschen Bundesregierung, liebe Kolleginnen und Kollegen. Darüber muss man auch mal reden. Und wenn wir, das hat der Kollege Dürr gerade gemacht, wenn wir über diesen Gipfel reden, müssen wir auch darüber sprechen, wie wir ökonomische Stärke in Europa organisieren und wie wir Produktivkräfte in Deutschland und Europa besser freisetzen. Dazu hätten Sie ja in der letzten Zeit alle Möglichkeiten gehabt. Die Kommissionspräsidentin kommt ja wohl aus Ihren Reihen. Und wenn wir dazu kommen, in der nächsten Periode, nach der nächsten Europawahl, über eine aktive Industrie- und Wirtschaftspolitik zu reden, dann haben Sie uns auf Ihrer Seite. Da sind wir alle mit dabei. Das wollen wir nämlich. Ohne industrielles Rückgrat kann diese Europäische Union viele andere Dinge nicht machen. Und wenn ich einmal auf die Bundesregierung noch einmal zurückkommen darf. Welche Bundesregierung
hat es jemals geschafft, in 24 Monaten die Energieversorgung komplett umzustellen, komplett unabhängig zu werden von russischem Gas, gleichzeitig industrielle Zukunftstechnologien wie Halbleiter, Batteriezellfertigung, künstliche Intelligenz anzusiedeln und zu halten und auszubauen. Das war diese Bundesregierung unter Führung von Olaf Scholz, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich bin stolz darauf, dass wir einen Bundeskanzler der Entschlossenheit und Besonnenheit haben. Und das wird auch so bleiben. Sie werden mit Ihrer Sonthofen-Strategie scheitern, so wie in den 70ern Franz Josef Strauß. Herr Merz, Sie werden nie Bundeskanzler. Herr Bundeskanzler, was wir heute von Ihnen hier gehört haben, das war keine Regierungserklärung zum Europäischen Rat. Es war eine Regierungserklärung Ihrer europäischen Ratlosigkeit. Nichts anderes haben wir heute gehört. Und dabei hätten wir von Ihnen erwartet, dass Sie hier etwas korrigieren, dass Sie schlichtweg etwas korrigieren, was in der letzten Woche hier im Deutschen Bundestag gesprochen worden ist. Es war Ihr Fraktionsvorsitzender, der Bundeskanzler, der im Deutschen Bundestag über das Einfrieren von Putins Angriffskrieg gesprochen hat. Es ist Ihr Fraktionsvorsitzender, der damit ein verheerendes Signal in Richtung unserer europäischen Partner gesandt hat. Und zu Recht stellen sich Fragen, ob Sie in Ihrer Ukraine-Politik, Herr Bundeskanzler, wirklich noch die volle Unterstützung Ihrer Fraktion haben. Wir hätten gerne von Ihnen gewusst, wie gehen Sie denn damit um, wenn Sie im Europäischen Rat danach gefragt werden. Wenn Sie danach gefragt werden, dass der größte Applaus für die Vorschläge Ihres Fraktionsvorsitzenden von den Putin-Freunden rechts außen, links außen und von Gerhard Schröder kommt. Spätestens da muss man doch wissen, dass man auf der falschen Seite steht, meine Damen und Herren. Und selbstverständlich geht es uns allen darum, den Frieden in Europa herzustellen. Ich sage das gerade deswegen, weil es in den letzten Tagen vielfältigste Versuche gegeben hat, die Äußerungen von Herrn Mützenich hier zu interpretieren und einzuordnen. Und es war auch der Versuch zu erklären, dass es ja grundsätzlich darum ginge, über Friedenspolitik zu reden. Lassen Sie uns über Friedenspolitik sprechen. Und ich sage Ihnen, das erste Gebot der Friedenspolitik heißt doch, ein klarer Verzicht darauf, seine politischen Ziele mittels der Gewalt durchsetzen zu wollen. Und es war Putin, der genau dieses Gebot der Friedenspolitik gebrochen hat. Und ein weiteres Element der Friedenspolitik bedeutet, eben auch einen Aggressor klarzumachen, dass sein Angriff auf einen erklärten Widerstand eines geeinten Europas stößt. Auf einen erklärten Widerstand eines geeinten Europas. Und diese geeinte Unterstützung zu diesem Widerstand haben Sie letzte Woche mit diesen Äußerungen bedenklich in Frage gestellt. Und deswegen, Herr Bundeskanzler, wir interpretieren Ihre Äußerungen auch heute so, dass Sie für die Koalition in Berlin, in Brüssel erklären werden, dass Sie die Ukraine so lange unterstützen, wie dies notwendig ist. Und ich gehe davon aus, dass Sie gegenüber unseren Partnern in Europa sehr deutlich machen werden, dass es eben nicht darum gehen kann, Putin nachzugeben. Es kann nur darum gehen, Europa nachzurüsten. Das ist die Aufgabe, die Sie haben im Europäischen Rat. Und Herr Bundeskanzler, ich sage Ihnen da, wir haben gemeinsam die 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr verhandelt. Wir haben sie gemeinsam auch beschlossen. Wir akzeptieren übrigens auch, dass Sie zum Einhalten des 2-Prozent-Ziels diese 100 Milliarden heranziehen, dass Sie aber für den laufenden Betrieb der Bundeswehr jetzt sich aus diesem Sondervermögen
Sondervermögen bedienen. Das entspricht schlichtweg nicht unserer Vereinbarung und lässt bis heute die Frage offen, wie Sie das 2-Prozent-Ziel zukünftig erreichen wollen. Aber nicht nur dazu bleiben Sie jede Antwort schuldig. Ihre Bildungsministerin hat vergangene Woche dazu aufgefordert, die Gesellschaft stärker auf Katastrophen vorzubereiten. Dass Sie dabei, Frau Stark-Watzinger, gesagt haben, man sollte Kinder auch in den Schulen auf den Kriegsfall vorbereiten, das kann man definitiv bezweifeln, dass das richtig ist. Aber richtig ist allemal die Forderung, den Zivilschutz deutlich zu stärken. Ja, den Zivilschutz deutlich stärken. Sie tun mit Ihrer Politik aber das Gegenteil. Die Mittel für den Bevölkerungsschutz und für den Katastrophenschutz haben Sie gekürzt. Die Mittel fürs THW haben Sie gekürzt. Sie reden von mehr Zivilschutz, aber Sie schwächen die, die ihn organisieren sollen. Das ist die Realität Ihrer Politik. Sie wollen uns heute hier erklären, dass Sie für Teile Ihrer Politik eine 80-prozentige Zustimmung in der Bevölkerung haben. Sie haben da offensichtlich was falsch verstanden. Gäbe es einen Bürgerentscheid über Ihre Politik, dann gäbe es eine 80-prozentige Mehrheit zur Abwahl Ihrer Regierung. Das ist die Wahrheit, Herr Bundeskanzler. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die entscheidende Aufgabe in diesem Schicksalsjahr ist der Schutz der Demokratie. Genau darum geht es im Kern bei den Themen des Europäischen Rates. Erstens, es geht darum, die Demokratie in ganz Europa zu stabilisieren, indem sich die EU für neue Mitglieder öffnet. Das schafft Zusammenhalt, Sicherheit und neuen Wohlstand auf unserem Kontinent. Und zugleich muss sich die EU im Innern reformieren, um Rechtsstaatlichkeit und Grundwerte besser zu schützen. Zweitens, es geht darum, dass Demokratien imstande sein müssen, sich wirksam gegen ihre Feinde zu verteidigen. Und deshalb ist die Unterstützung für die Ukraine, über die in Brüssel weiter beraten wird, so entscheidend. Der militärische Misserfolg Putins und der Erfolg der Ukraine sind die Voraussetzung für einen nachhaltigen Frieden, der seinen Namen verdient, nämlich das menschliche Leid beendet und der von Dauer ist. Und nur so ist gesichert, dass die europäischen Gesellschaften nach allen brutalen historischen Erfahrungen ihre so bedeutende Selbstbestimmung entfalten und in Freiheit leben können. Drittens, Demokratien müssen imstande sein, sich gegen ihre Feinde zu verteidigen. Das bedeutet auch, eigene europäische Verteidigungskapazitäten zu stärken und zu bündeln. Es ist daher so begrüßenswert, dass die Überlegungen zu gemeinsamen europäischen Rüstungseinkäufen jetzt endlich konkret werden. Das macht es auch schlicht kostengünstiger. Zugleich zählt zur Sicherheit natürlich auch der Schutz unserer Infrastruktur und unserer demokratischen Prozesse in Deutschland und der ganzen EU. Auch diese Bedrohungslagen müssen wir noch ernster nehmen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Erweiterung und Reform, Sicherheit und Verteidigung, das sind wirklich keine einfachen Aufgaben auf der europäischen Bühne und das sind auch keine ganz einfachen Themen zwischen Deutschland, Frankreich und Polen. Es gibt viele Gemeinsamkeiten, aber wir sehen auch unterschiedliche Nuancen. Wir vertreten teilweise auch unterschiedliche Standpunkte. Ich bin unserer Bundesregierung deshalb dankbar, dass sie aktiv den Zusammenschluss im Weimarer Dreieck sucht. Das tun wir auch als Parlamentarierinnen, zum Beispiel mit unserer Delegationsreise des deutschen, französischen und polnischen EU-Ausschusses nach Warschau vergangene Woche. Gemeinsam können wir die Stärke aufbringen für diese entscheidende Aufgabe, den Schutz der Demokratie in ganz Europa. Vielen Dank. Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, Sie werden beim morgigen beginnenden Gipfel des Europäischen Rates wahrscheinlich einen schweren Stand haben. Bleiben Sie Ihrer Haltung treu, liefern Sie das Taurus-Waffensystem nicht. Schauen wir einmal zurück. Es fing mit 5000 Helmen an.
Es folgten Diskussionen über schwere Waffen. Inzwischen haben wir Flugabwehrsysteme geliefert, Panzerhaubitzen, Schützenpanzer, Kampfpanzer. Nun reden wir über Taurus. Und jedes Mal wurde uns erzählt, es handelt sich um einen Gamechanger. Fakt ist, die Ukraine hat diesen Krieg bereits verloren. Die groß angekündigte Gegenoffensive war ein Rohrkrepierer. Der Ukraine gehen die Soldaten aus. Es fehlt an allem, von Waffen bis zu Munition. Hunderttausende Ukrainer sind einen sinnlosen Tod gestorben. Und das trotz der gigantischen Unterstützung des Westens. Wir haben ganz viel geliefert. Wir sind inzwischen der zweitgrößte Geber der Ukraine geworden. Alleine an Militärhilfen haben wir 28 Milliarden Euro geleistet. Zum Vergleich, der Bund plant im Jahr 8 Milliarden Euro für Straßenbau ein, um mal diese Relationen zu begreifen. Das ist nicht unser Krieg, und wir dürfen uns nicht zur Kriegspartei machen lassen. Es ist Zeit für das Eintreten für deutsche Interessen und für ernst gemeinte Diplomatie, um dieses Blutvergießen zu beenden. Herr Bundeskanzler, wir erleben die Zeitenwende, wir durchleben die Zeitenwende. Wir ringen um die richtigen Schlussfolgerungen. Wie unterstützen wir die Ukraine am besten? Welche Waffen liefern wir und wann? Die Zeitenwende verändert Europa, verändert Narrative und alte Herangehensweise. Sie bringt Weltbilder ins Wanken und hat doch die Kraft, einen ehrgeizigen Reformwillen zu entfachen. Russlands Kriegstreiber Putin will im Wahn seiner imperialistischen Ambitionen die Ukraine vernichten und sie sich einverleiben und erreicht doch das Gegenteil. Noch nie hatte die NATO so viele Mitglieder. Noch nie war die Ukraine so eng an euroatlantische Strukturen gebunden wie heute. Dieser Weg ist unumkehrbar. Auch die Republik Moldau hat sich dazu entschieden, den Weg nach Europa unwiderruflich zu gehen. Russlands Destabilisierungsversuche lassen das Land weitgehend unbeeindruckt. Stattdessen werden wichtige Reformen umgesetzt. Für beide Länder gilt es auf dem EU-Gipfel, den Verhandlungsrahmen für den Start von Beitrittsverhandlungen festzuzurren. Es ist ein gutes Zeichen einer geschlossenen Europäischen Union. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Europäische Union ist und bleibt ein Friedensprojekt. Nicht umsonst wurde ihr am 10. Dezember 2012 der Friedensnobelpreis verliehen, eine Anerkennung für die Menschen in Europa, die Brücken gebaut und sich über Jahrzehnte hinweg für Frieden, Versöhnung und Demokratie eingesetzt haben. Martin Schulz, ehemaliger Parlamentspräsident, hat einmal gesagt, die EU ist ein einzigartiges Projekt, das Krieg durch Frieden und Hass durch Solidarität ersetzt hat. Dieses Zitat erscheint zunächst paradox in Zeiten von Waffenlieferungen, in Zeiten, in denen die Munitionsproduktion erhöht werden soll und in Zeiten, in denen wir über eine gemeinsame europäische Luftverteidigung oder Rüstungsprojekte wie FCAS sprechen. Aber genau diese Diskussionen sind notwendig und sind geprägt eben von dieser Solidarität. In Europa sind wir uns bewusst, dass wir zusammenstehen müssen, um unsere Freiheit zu verteidigen und langfristig wieder Frieden in Europa zu sichern. Wir werden Putins Aggression und Hass genau diese Solidarität entgegensetzen, sehr geehrte Damen und Herren. Ab morgen tagt der Europäische Rat gerade auch zu hochaktuellen verteidigungspolitischen Fragen. Die Stärkung der europäischen Verteidigungsindustrie ist eine davon. Der Vorteil liegt auf der Hand. Nur durch eine enge Zusammenarbeit und Koordination auf europäischer Ebene können wir perspektivisch sicherstellen, dass wir über die notwendigen Ressourcen und Fähigkeiten verfügen, um unsere Sicherheit dauerhaft und nachhaltig zu gewährleisten. Durch die Stärkung der europäischen Verteidigungsindustrie können wir künftig öffentliche Ausgaben effizienter einsetzen, Verdrängungseffekte verhindern und die Versorgungslage nachhaltig verbessern. Eine Zusammenarbeit bei der Beschaffung steigert außerdem die Interoperabilität unserer europäischen Streitkräfte. Es ist an der Zeit, dass Europa seine Verteidigungsfähigkeiten weiterentwickelt und sich als souveräner und starker Pfeiler in der NATO positioniert. Bundeskanzler Scholz hat das früh erkannt. Es brauche europäische Antworten auf die Zeitenwende, hat er bereits in seiner Rede an der Karls-Universität in Prag ausgeführt. Es gelte, die außen-, sicherheits- und verteidigungspolitische Strukturen Europas zu stärken. Der kommende Europäische Rat bietet dazu eine weitere Chance.
Neben der Strategie zur Verteidigungsindustrie steht dort außerdem die weitere Unterstützung für die Ukraine angesichts des fortdauernden Krieges auf der Tagesordnung. Wir Europäerinnen und Europäer werden uns durch die weitere Amtszeit von Putin nicht entmutigen lassen. Es ist genau richtig, dass die EU auf den Mord an Nawalny reagiert hat und weitere Sanktionen gegen die russische Justiz beschlossen hat. Klar ist und bleibt, dass wir in unserem Engagement und in der Solidarität mit der Ukraine nicht nachlassen. Wir haben das in der Vergangenheit bewiesen als stärkste Unterstützerin innerhalb Europas mit einem Umfang von 28 Milliarden Euro. Dies wollen wir in diesem Jahr mit rund 8 Milliarden Euro für Militärhilfen weiter bekräftigen. Ich erwähne das noch einmal, weil hier zwischendurch immer ein anderer Zungenschlag ist. Und es ist wichtig, dass das noch einmal bekräftigt wird. Zudem ist es wichtig, dass sich die EU-Mitgliedstaaten vor wenigen Tagen auf weitere Militärhilfen im Wert von 5 Milliarden Euro geeinigt haben. Und noch wichtiger ist der Zusammenhalt in Europa. Das Treffen zwischen Bundeskanzler Scholz, Präsident Macron und Regierungschef Tusk war ein wichtiges Zeichen dafür. Das sogenannte Weimarer Dreieck setzt ein klares Signal an Putin, dass wir uns im Zweifel immer auf ein solidarisches Miteinander, Demokratie und Freiheit einigen können. Wir zeigen, Europa wird seine Werte verteidigen und wird die Ukraine weiterhin mit aller Entschlossenheit unterstützen. Und an dieser Stelle möchte ich aus gebotenem Anlass alle hier im Hause dazu aufrufen, dass wir bei allen Differenzen in Einzelfragen uns bewusst sind, dass parteipolitische Spiele dem Ansehen Deutschlands in Europa nur schaden können. Deutschland hat in Europa eine zentrale Rolle, und was hier im Bundestag oder in den sozialen Medien debattiert wird, wird wahrgenommen und führt zu Verunsicherungen bei den Partnern. Aus meiner Sicht ist es nicht an der Zeit, klein zu denken. Es ist an der Zeit, gemeinsam als Europa, als Europäerinnen und Europäer eine Rolle im weltpolitischen Gefüge zu finden. Herzlichen Dank. Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen! Die Europäische Union steht aktuell vor einer ihrer größten Herausforderungen seit ihrem Bestehen. Der Bundeskanzler hatte dies einst zu Recht als Zeitenwende benannt. Von unserem Land wird in mehr als einer Hinsicht Führungsverantwortung erwartet. Und dies gilt vor allem seit Beginn des Angriffskriegs auf die Ukraine. Wir hörten es bereits, Russland erhöht aktuell massiv den militärischen Druck auf dieses Land ohne Rücksicht auf Verluste. Es setzt darauf, dass diesen Soldaten geeignetes Gerät und Munition ausgehen, sowie bei seinen Partnern die Unterstützung nachlässt. Zumindest in Teilen der SPD, sehr geehrter Herr Bundeskanzler, Ihrer eigenen Fraktion, setzen offensichtlich in der Tat bereits auf Appeasement, sprechen an prominenter Stelle von einem möglichen Einfrieren des Krieges. Ich darf einmal daran erinnern, der Angriff auf die Ukraine begann faktisch vor 10 Jahren mit der Annexion der Krim und der Entfachung eines bewaffneten Konflikts im Osten des Landes. Putin hat damals alle Abkommen in der Folgezeit zur Eindämmung des Konflikts gebrochen, im Übrigen auch andere zuvor. Was macht Sie eigentlich glauben, dass dies diesmal anders wäre? Sie funken damit lediglich und unnötig zweideutige Signale in die Ukraine, aber auch an unsere Partner Richtung Europäischer Rat und Richtung Putin. Sie blinken in die eine Richtung und sehen gleichzeitig Zweifel, ob sie nicht doch absehbar in die andere Richtung abbiegen. Und dann nützt es wenig, immer wieder zu betonen, dass wir als mit Abstand größtes Land innerhalb der EU in absoluten Zahlen das meiste Material an die Ukraine liefern. Das ist ja gut und richtig. Aber glaubwürdige Führungsverantwortung und Stärke sehen anders aus, Herr Bundeskanzler. Ihre Vorgänger im Amt seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland hatten in ihren schwierigen Zeiten zu anderen Themen gestanden, auch gegen Widerstände und letztendlich am Ende zum Wohle des Landes. Aggressoren wie Putin verstehen nur die Sprache der Stärke.
In dieser äußerst kritischen Situation muss der EU-Gipfel diese Woche deshalb erneut ein klares, glaubwürdiges Signal der fortgesetzten Entschlossenheit und Geschlossenheit setzen in puncto Unterstützung und Verteidigung. Der Epochenbruch verlangt auch aus geopolitischer Sicht nach neuen Prioritäten. Es geht um die Bindung weiterer europäischer Länder an uns, bevor diese immer weiter in die Einflusssphäre anderer geraten. Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Bundeskanzler, liebe Kolleginnen und Kollegen! Als westdeutsche Mütter und Väter das Grundgesetz vor 75 Jahren ein Friedensgebot festgeschrieben haben, taten sie dies aus der leidvollen Erfahrung zweier Weltkriege. In der Präambel steht dort: Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, von dem Willen beseelt, als gleichberechtigtes Mitglied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen. Nie wieder Krieg, hieß es nach 1949 noch in West und auch im Ost. Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine ist ein Verbrechen. Wie der Ukraine geholfen werden kann, da sind wir hier im Haus unterschiedlicher Meinung. Einige aber treiben uns hier in eine Wahnsinnseskalationsspirale. Staatsziel Frieden, positive Friedensförderungspflicht, von all dem ist kaum noch etwas sichtbar. Kriegsreden, die den Konflikt eins zu eins zu einer direkten Bedrohung stilisieren, zeigen einen völlig verengten Blick auf Konfrontation. Es werden Ängste geschürt, um die gesellschaftliche Bereitschaft zur Aufrüstung zu steigern. Gleich mit überzeugen sie die Sehnsucht nach Kriegstüchtigkeit bis hinein in unsere Schulen. Wir waren froh, dass Kinder und Jugendliche von so etwas verschont waren. Kümmern Sie sich lieber um die vernünftige Kindergrundsicherung, dann betreiben Sie mehr Katastrophenhilfe. CDU und FDP reden der Kürzung sozialer Leistungen das Wort. Wollen Sie mit diesem nach unten treten die Demokratie wirklich stärken? Jede Woche lockt die CDU Taurus-verliebte Koalitionäre dagegen um Zustimmung. Jedes Zögern, jedes Schwanken ist für Sie inzwischen schon Verrat an der Sache. Es fehlt nicht mehr viel, dann erinnern Ihre Reden mehr an 1914 als an 1949. Gefährlich irrlichtert Präsident Macron, obgleich in Mali, Niger und Burkina Faso gescheitert. Seine Bodentruppengerede ist eskalierend und inakzeptabel. Weisen Sie das, Herr Bundeskanzler, im Europäischen Rat klar ab. Mehr Munition, mehr Waffen, Wunderwaffen, eine Wahnsinnsaufrüstungsspirale. Sie sichert bestenfalls das Durchhalten und verlängert diesen Krieg. Sie kostet Milliarden und vor allem weiteres Leben. Sie führt nicht zur baldigen Befreiung der kompletten Ukraine. Militärisch kann dieser Konflikt in absehbarer Zeit nicht entschieden werden. Die Gefahr besteht, dass die Lage der Ukraine sich noch weiter verschlimmert. Staaten wie Brasilien, China, Israel oder der Papst sehen das ähnlich und auch Ihr Fraktionsvorsitzender Münzenich neuerdings auch. Waffenstillstand heißt nicht Akzeptanz des Unrechts, es heißt Beenden des Sterbens. Europa muss jetzt, trotz der Abscheu zum russischen Diktator, eine eindrucksvolle, ernste diplomatische Initiative starten. Setzen Sie im Europäischen Rat auch sich für ein Ende der Kämpfe in Gaza ein, für Verhandlungen um die Freilassung der Geiseln und die Versorgung der Zivilbevölkerung. Ich komme zum Schluss, Frau Präsidentin. Herr Scholz, folgen Sie dem Friedensgebot unserer Verfassung. Unsere Außenpolitik braucht mehr Diplomatie statt Aufrüstung. Vielen Dank. Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Herr Bundeskanzler! Ihre Weigerung, Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine zu schicken, ist eine verantwortungsvolle Entscheidung. Ich hoffe nur, es bleibt dabei. Denn die Drohnenangriffe vom Wochenende zeigen, dass Selenskyj die Taurus-Raketen selbstverständlich auch auf Moskau richten würde. Herr Kiesewetter hat ihn ja sogar ausdrücklich dazu ermuntert. Doch man muss auch sagen, vernünftiger als Herr Kiesewetter oder auch Herr Merz zu sein, macht Sie, Herrn Scholz, noch lange nicht zum Friedenskanzler. Während selbst in den USA die Rufe nach Verhandlungen immer lauter werden, während Washington offensichtlich nicht mehr bereit ist, amerikanisches Steuergeld in diesem sinnlosen Krieg zu verbrennen, unterschreibt Herr Pistorius den nächsten großen Waffencheck
Ganz Europa diskutiert nur noch darüber, noch mehr Waffen zu liefern und die zu finanzieren. Und selbst das letzte Tabu, die Entsendung von Bodentruppen, beginnt zu bröckeln. Die EU, die mal ein Friedensprojekt sein sollte, schlafwandelt Schritt für Schritt in Richtung Krieg. Und wenn Herr Rolf Mütze nicht mahnt, wie übrigens seit langem die Länder des Südens oder auch der Papst, dass man vielleicht mal darüber nachdenken sollte, nicht nur wie man Kriege führt, sondern auch wie man sie beendet, muss er sich dafür von Vertretern eines Landes, dass die Bundesregierung in den letzten 2 Jahren mit deutschem Steuergeld in Höhe von 53 Milliarden Euro beschenkt hat, muss er sich von Ihnen als widerlichster deutscher Politiker beschimpfen lassen. Und Sie, Herr Bundeskanzler, schweigen dazu. Die Kriegsbegeisterung der Bundesregierung geht inzwischen so weit, dass sie jetzt schon Kinder in der Schule kriegstüchtig machen möchte. Ich finde, Sie sollten besser mal überlegen, wie Sie unsere Kinder in der Schule wieder lese-, rechen- und schreibtüchtig machen. Und deshalb kehren Sie um. Bemühen Sie sich mit Ihren europäischen Kollegen um Waffenstillstand und Friedensverhandlungen, damit das Sterben in der Ukraine endlich ein Ende hat und Europa nicht in einen dritten Weltkrieg hineintaumelt. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, was unterscheidet die Rede von Frau Wagenknecht mit der Rede von Frau Weidel? Nicht viel, außer dass sie beide bestätigen und attestieren, dass es Antieuropäerinnen sind und ein problematisches Verhältnis zu Russland haben. Das ist das, was wir eben gerade feststellen konnten. Wir reden heute hier über die Zukunft von Europa. 2 Tage Europäischer Rat. Und nehmen Sie es mir nicht übel, wenn ich sage, ich bin richtig stolz, heute hier stehen zu dürfen, weil etwas ganz Besonderes morgen und übermorgen eventuell beschlossen werden kann. Ich danke dieser Bundesregierung seit Antritt. Ich danke der Bundesregierung seit Antritt dieser neuen Periode, dass sie sich von Sekunde 1 dafür ausgesprochen hat, dass wir nicht über eine schrumpfende Europäische Union sprechen, sondern über eine wachsende Europäische Union. Und das ist ein massiver Erfolg, meine Damen und Herren. Ich habe sehr erschreckend wahrgenommen seit letzter Woche, und ich bin ein Fan von Streitkultur. Das liegt in meiner Natur. Ich bin Hannoveraner. Wir sind bekannt dafür, dass wir temperamentvoll sind. Aber wie diskutiert worden ist in Talkshows, am Redepult, das hat nichts mit sachlicher Diskussion zu tun, sondern ist böshaft und leider zeigt häufig mal wieder einen schlechten Charakter. Das ist eine Verschiebung der Sitten in der Debattenkultur. Und deshalb möchte ich hier ganz klar sagen, und ich habe noch 15 Sekunden, 28 Milliarden Euro finanzielle Unterstützung für die Ukraine. Aufnahme über Millionen von Geflüchteten mit direkter Unterstützung. 2% des BIPs in die eigene Verteidigung, 100 Milliarden Euro Sondervermögen. Das alles wäre nicht möglich gewesen mit der Kanzlerfraktion, aber auch mit dieser Bundesregierung und auch in guter Zusammenarbeit mit der Oppositionsfraktion, was mich umso mehr schockiert, dass die gerade an der SPD-Bundestagsfraktion so zweifeln. Lasst uns lieber gemeinsam an einem Strang ziehen. Nur so werden wir am Ende genau das hinbekommen, was die Mehrheit will. Frieden, Stabilität und eine wachsende Europäische Union. Vielen Dank. Dankeschön. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, die schlimmsten Kriegsrhetoriker, die hängt im Schrank. Merz, Röttgen, Kiesewetter, Baerbock und Oma Courage mussten in der vergangenen Sitzungswoche eine herbe Niederlage an der Propagandafront einstecken. Die unsägliche Taurus-Debatte hat wieder einmal gezeigt, dass die Union alles tut, um Deutschland zur Kriegspartei zu machen. Herr Merz und seine Paladine aus den verschiedenen Fraktionen sind mit ihrer Palastrevolte gegen den Kanzler kläglichst gescheitert. Jetzt muss es darum gehen, den Ukraine-Konflikt durch Waffenstillstand und Verhandlungen zu Ende zu bringen. Sie, Herr Mützenich, haben einige interessante Ideen in Ihrem Beitrag letzte Woche eingebracht, die man weiterverfolgen müsste. Sehr geehrte Damen und Herren, Hauptsache ist aber, dass jetzt keine weiteren Europäer, Ukrainer oder Russen in diesem Stellvertreterkrieg, den die Ukraine für die USA führt, zur Sicherung amerikanischer Machtinteressen zu Tode kommen. Das Sterben an dieser Front muss beendet werden durch Waffenstillstand und Verhandlungen.
Ich komme zum Schluss. Herr Fahle, Herr Scholz, wenn Sie den Westentaschen Napoleon Macron treffen, sagen Sie ihm, er soll alleine Herr gegen Fahle, Russland ziehen und dann wieder nach Hause gehen. Danke. Wir alle wissen um die Schwierigkeit der Einstimmigkeit. Und es war Olaf Scholz, dem es gelungen ist, die Beitrittsperspektive für die Ukraine mit einer Einstimmigkeit im Rat durchzusetzen und gleichzeitig entscheidend dazu beizutragen, dass 50 Milliarden ermöglicht werden in der EU für die Ukraine-Hilfe. Und der niederländische Ministerpräsident Rutte, ein Liberal-Konservativer, hat das auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, das hat Olaf gemacht. Und das können wir hier, glaube ich, auch auf vollem Herzen unterstützen. Olaf Scholz hat an der Stelle Orban überwunden und ein Stück die Gemeinschaft, die Einhelligkeit in der europäischen Gemeinschaft auch wiederhergestellt. Und liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union, wenn wir hier das mal ganz praktisch auch machen, was das bedeutet. Wir reden über die 50 Milliarden hier und wir tun gleichzeitig so, als hinge jetzt alles am Taurus. Wer redet eigentlich von den 60 Milliarden, die im amerikanischen Repräsentantenhaus blockiert werden? Das sind die Republikaner, die Grand All Party, die heute zu einem Erfüllungsgehilfen von Trump, der die NATO zerstören und der Ukraine nicht helfen will, verkommen ist. Und ich frage Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union, ganz konkret, was tun Sie in Ihrer internationalen Parteifamilie IBU im Dialog mit den Republikanern, dass die vernünftigen Kräfte in Washington Joe Biden unterstützen, dass wir der Ukraine in Europa und mit den USA gemeinsam helfen können, dass wir das zum Erfolg führen? Und darauf, liebe Kolleginnen und Kollegen, wird es darauf ankommen. Und wenn hier in konservativen Medien oder von besonders Konservativen hier Worte wie Appeasement angesprochen werden im Verhältnis zu dem, was wir zurzeit machen können, da kann man nur sagen, das ist der Ausstieg der Union aus einem Geschichtsverständnis. Und es macht deutlich, dass Sie seit 1966 keinen Außenminister mehr haben. Sie können Europapolitik nicht. Damit schließe ich die Aussprache.